Hallo und herzlich willkommen zum Feierabendbier-Orakel. Oder vielleicht solltet ihr sagen Schlummertrunk, weil wir haben, ich nehme das auf, wir haben 20 ab 10 und ich habe mir hier ein schönes Bier geholt. Chin Chin, gönn du dir auch etwas? Das habe ich mir jetzt richtig verdient. Ich habe nämlich den ganzen Tag gearbeitet, ich habe ein Seminar und ich habe gerade noch parallel dazu ein anderes Video, das am Laden ist, das aufgeladen wird, das für die Herren aufgeladen wird, für die heilige Männlichkeit. Und ich weiß auch nicht warum, ich bin gerade so richtig im Flow, weil wir sind gerade mitten im Tarot-Seminar und da heisst es Tarot. Orakel. Nein, Orakel nicht. Darum mache ich jetzt wirklich ein Orakel nur mit Orakelkarten und ohne Tarotkarten. Das ist dann wirklich eine Overdose. Eine Overdose von meiner eigenen Arbeit. Ja, so kann es einem gehen. Und darum arbeite ich heute mit den Aura Soma Karten für dich. Ich mache wieder so eine Legung, wo ich einfach live lege und wo ich schaue, um was geht es. Das ist schön. Irgendwie hatte ich richtig so das Bedürfnis gehabt, dass ich noch ein Orakel muss machen. Und zwar eins, das von der heiligen Männlichkeit ist irgendwie so intensiv gewesen, oder ich habe mich so konzentrieren in der Deutung, dass ich jetzt einfach so ein bisschen Fun-Legung, gell, so zum Ausjoggen. Okay, ich freue mich. Oh, ich muss noch mal etwas trinken. Das ist übrigens so ein richtig gutes Bierli. Das ist ein Brooklyn Hoppy Lager. Hoppy Lager für eine Hoppy Cynthia. Natürlich alkoholfrei, weil die Lady muss ja morgen wieder früh aufstehen und weiter Seminar geben. Und was ich spüre in dieser Legung, es ist viel Freude da, viel Lebensfreude, viel Freundlichkeit und Liebevolles. Und ja, ich freue mich, für dich das dürfen zu zeiten. So, wir schauen mal, wo wir hier landen werden. Oh. Eine Sinnerflasche Eis, ein Kranz aus Blüten, klar über Rosa. Ich bin ein Ausdruck der bedingungslosen himmlischen Liebe. Ja, das ist mega schön. Ich sehe wirklich bei dir, kommt deine Liebe so richtig in die Heilung. Deine Selbstliebe möchte heilen, deine Liebe dir selber gegenüber und auch ganz viel Licht, das zu dir möchte kommen. Licht, Leichtigkeit, Freundlichkeit und einfach die bedingungslose Liebe. Du hast es verdient, bedingungslose Liebe zu bekommen, bedingungslos geliebt zu werden. Es ist echt traurig, dass ich dir das sagen muss, weil ich sehe bei dir irgendwie so wie einen ziemlichen Mangel an Liebe. Und dieser Mangel an Liebe, der möchte jetzt für dich ganz aufgefüllt werden. Ich sehe auch, dass du so ein bisschen wie Klärung auch brauchst von deiner Energie. Ja, dass du da nicht irgendwie in eine Energie kommst, die unfreundlich ist oder wo man mit dir unfreundlich umgeht, sondern dass du da wirklich in die reine Liebe hineintreten und dass es dir einfach gut geht, dass du es geniessen darfst und dass du dich ganz für die Liebe auch entscheiden darfst. Du bist ganz eine reine Seele, das kann ich wirklich ganz fest spüren. Du bist ein ganz reines Wesen, eigentlich ja jeder Mensch, gell? Und, aber vielleicht nicht jeder kann das so leben, weil er so zu ist, überlagert ist von seinen Schmerzen, von seinen Mustern, von seinen Wunden, die eine Person sehr zugemacht hat. Und ich sehe bei dir, es braucht eigentlich nicht viel, dass du, weißt, wie so in eine ganze Öffnung kannst gehen von dir mit deiner Persönlichkeit und dir und dein weiche, weichherzige, wunderbare Wesen wirklich ganz kannst zeigen und kannst ausleben. Du bist wirklich so eine allerliebste, gute Seele und die Weichheit von dir, das geschmeidige, feine Wesen, das möchte ich einfach auch sich angstfrei ausdrücken können. Und es ist so wichtig, dass du die angstfrei ausdrücken kannst, dass du dein liebevolle, herzige Wesen wirklich auch nach außen kannst bringen. Und das ist wie auch ein Heilungsprozess, der für dich wie ansteht. Und es möchte einfach ganz viel Liebe zu dir kommen, weil Liebe ist einfach wirklich die grösste Heilkraft einerseits und es ist aber auch die Kraft, die dich wirklich richtig öffnen kann und dich auch zu einem neuen Wesen öffnen kann. Schau hier,
Da kommt noch der Erzengel Jeremiel. Hast du das gesehen? Ja, da haben wir den Erzengel Jeremiel. Ich erkenne jetzt den Weg in meine gelebte Herzensfreude. Und das ist Hau Türkis über Hau Olive. Und da mit dieser Flasche sehe ich auch bei dir, es geht um eine sehr tiefe Herzheilung und aber auch Herzöffnung. Und wo du ganz viele alte Unversöhnlichkeiten und Bitterkeiten kannst loslassen. Vielleicht hat sich dein Herz im Zuge vom Leben, und das Leben kann ja wirklich sehr streng sein, verkrampft und verbittert, weil du viel Widerliches erfahren hast, weil man dich verletzt hat, weil man vielleicht dich gekränkt hat. Und die Verletzungen vom Herzen, die möchten jetzt mit Erzengel Jeremiel wirklich losgelassen werden, dass du auf einer ganz tiefen, tiefen Ebene loslassen kannst und dass du in eine neue Freude kannst finden und deiner Kreativität kannst folgen, dass deine Gefühle dürfen heilen, dass deine Gefühle aber auch einen kreativen Ausdruck können finden, dass du deine Liebe bedingungslos kannst teilen, die du in deinem Herzen trägst und dass das etwas ist, was dir Freude bereiten darf und dir Freude machen. Ich sehe auch, dass bei dir ganz viele so alte Ängste am Heilen sind. Ängste, die vielleicht auch lange, lange Zeit, über Jahre hinweg, wie so im Unterbewusstsein, wie in einer Schachtel, in einer Grut haben. Und die kommen jetzt plötzlich alle aufs Mal in die Heilung. Und das ist sehr gut, weil es ist auch wie für dich so ein bisschen vom Schicksal her vorbedingt, kann ich wie wahrnehmen, dass du einerseits die Heilung von diesen tiefen Ängsten machst, von dieser tiefen Transformation und somit auch Gerechtigkeit, ja, wirkliche, echte Gerechtigkeit in deinem Wesen kannst empfohlen. Und somit auch dir selber kannst treu werden, treu sein, treu bleiben und dass du dich, wie soll ich sagen, in deinem Leben ein bisschen klarer, ein bisschen konturierter, ein bisschen präziser und auch deutlicher kannst kennengeben. Ja? Ich nehme ein bisschen eine schwammige Persönlichkeit bei dir auch wahr, die wie nicht so ganz klar umrissen ist von ihren Persönlichkeitszügen und das möchte bei dir in die Heilung kommen. Ja? Es geht darum, dass du dich klar kannst ausdrücken in dem, wer du bist, dass du auch deine Liebe angstfrei kannst ausdrücken. Und vielleicht hast du auch in der Vergangenheit wirklich auch so Rückschläge erfahren aufgrund von dem, was deine Liebe anbelangt. Und das wiederum hat zu einer Verletzung vom Herzen geführt. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass du da wieder wie aufgefüllt wirst an der Liebe. Weil du bist ganz ein reines Wesen. Du hast ganz eine reine Energie. Und es ist auch wichtig, dass du an die reine, feine, weiche Energie zurückerinnert wirst, dass du deine Feinheit kannst leben und in die Feinheit durchgehen. Ja, das ist sehr schön. Und dein Herz möchte heilen. Dein Herz möchte aber auch seine Kreativität können ausdrücken und ausleben und einfach all das, was dich ausmacht, was dich als Mensch zu dem Wesen macht, wer du bist. Ja, schön. Ja, ich sehe, es ist wirklich auch ein fordernder Prozess für dich. Vor allem, weil wieso die Angstthemen vorkommen, die jetzt wirklich auch geheilt werden wollen. Und ich sehe auch, dass über die Heilung von diesen Angstthemen dein reine Wesen nochmal einmal mehr wieso zum Ausdruck kann kommen. Das ist wirklich sehr schön. Und viel Freude kommt zurück, das sehe ich auch. Ui, Kronenchakra, erste Hilfe, B78. Ich bin offen für Veränderung, die mich zu einem strahlenden Neuanfang bringt. Wow, also mit dieser Flasche da sehe ich wirklich auch, es ist ganz, ganz, ganz eine tiefe, tiefe Heilung, die bei dir im Moment stattfindet. Wirklich ganz tiefe Heilung, ganz tiefe Enttäuschungen, die dürfen heilen. Eine tiefe Trauer, die in dir innen dürfen heilen. Themen, die deine Seele vielleicht wie noch nicht eben im Reinen war mit dem Wesen, wo du heute eigentlich bist, kommen
mit dieser Flasche wie als Tageslicht. Und du siehst es ja, die Flasche ist so hell und die ist so ein bisschen dunkel. Aber das ist nicht irgendwie wertend gemeint, sondern im Gegenteil. Ich sehe, dass die Flasche unglaublich an deiner Liebe arbeitet, an deiner Liebesfähigkeit und auch wirklich dich entlasten von ganz tiefer Trauer, von ganz tiefen Enttäuschungen, wo du auf dich zurückgeworfen worden bist und wo dich selber eher in ein Schattendasein gebracht haben, wo viele Situationen in deinem Leben schlecht gelaufen sind. Und die Flasche, die räumt so richtig auf mit diesen Situationen, die schlecht gelaufen sind in deinem Leben. Und hilft dir wirklich deine Trauer, die du in dir innen hast, die Enttäuschungen, vielleicht auch aufgrund von Rückschlägen in deinem Leben, das wirklich richtig, richtig, richtig können aufzuarbeiten. Und nicht nur von diesem Leben, das kann ich sehen, sondern auch wirklich von vergangenen Leben. Also deine Seele macht mit dieser Flasche wie so eine Art Detox. Du hilfst mit dieser Flasche enorm, dass sich die Seele kann entlasten von schlechten Sachen, die schlecht gelaufen sind in der Vergangenheit. Auch in vergangenen Leben. Und wo du dir vielleicht auch in irgendeinem Umfeld dir möglicherweise, das muss nicht in diesem Leben sein, aber vermutlich in einem vergangenen Leben, wie die Fingerdreckung gemacht hast, also dir Karma aufgeladen hast. Und da findet wirklich eine extreme Befreiung und eine sehr, sehr, sehr tiefe Heilung auch statt von deiner Persönlichkeit hin zu deiner Persönlichkeit, die du heute darfst sein, die für dich bestimmt ist, dass du die Person bist und dass du loslassen kannst. Ja. Also es ist sehr eine tiefe Aufarbeitung von alter Trauer, von alten Ängsten und auch von Schmerzen aus der Vergangenheit. Und auch, dass du so wie zu einer neuen Heilungsfähigkeit kommen kannst. Das ist sehr gut, weil in deinem Ziel haben wir hier den Kelch B77. Ich bin bereit, Licht und Klarheit in mein Leben zu lassen. Und das wiederum ist eigentlich eine intensivere Form vom Elfi. Also das heisst, du darfst die ganze Liebe empfangen, auch die göttliche Liebe. Und das ist so schön, das ist so ein tiefes Geschenk aus diesem Prozess, dass du eigentlich erkennst, dass du selber die göttliche Liebe bist. Durch das, dass du angefangen hast, dir selber die Liebe anfangen zu geben, dein Herz in einen Heilungsprozess zu bringen und über die Herzöffnung auch mit Trauer und Enttäuschungen und Angst in Berührung kommst, wo wie so eine Blockade in deinem Unterbewusstsein ausgebildet hatte in der Vergangenheit mit ganz vielen Verhaltensformen von dir, wo du im Aussen sehr vieles projiziert hast, auch auf andere projiziert hast. Und das ist immer sehr unangenehm, weil in der Projektion, gerade auch gegenüber anderen, ist immer eine sehr grosse Gefahr, dass du Schuldzuweisungen machst anderen gegenüber, statt eigentlich ins selbstverantwortliche Handeln und in die selbstverantwortliche Heilung zu kommen. Das sehe ich, das ist nicht optimal. Und es war so schwierig vielleicht auch in der Vergangenheit, die Initiative oder die Verantwortung für dich wahrzunehmen und das auch richtig wahrzunehmen, so dass du wirklich hast heilen können. Ja, also ich sehe da wirklich so ein bisschen alle Prozesse, die so ein bisschen wie ein Teufelskreis funktioniert haben und fast ein bisschen wie eine Spirale, die immer wie tiefer runter und runter und runter ist. Aber jetzt passiert gerade das Gegenteil. Es ist wie eine Spirale, die sich nach oben öffnet und dein wirkliche wahre Wesen möchte befreit werden. Und du bist Licht, du bist Liebe, du bist Schönheit und du bist Anmut und es ist viel Reinheit in dir innen und vor allem auch die Reinheit von der Liebe und das alles möchte von dir gelebt werden, aber auch erlebt werden. Und ich sehe auch, dass du in einem Prozess inne bist, wo du mit Situationen konfrontiert worden bist, mit ganz viel Extrem, auch immer wieder in deinem Leben. Ja, also da sind ganz starke Polaritäten auch spürbar und das ist auch wichtig gewesen, das ist zwar auch fordernd gewesen, das hat dich auch immer wieder an deine Grenzen gebracht, aber gleichzeitig ist es auch wichtig gewesen, dass die Extreme
von dir können berührt werden, ausgelebt werden, um wirklich können in dein Glück, in deine Freude, in das Licht und in die Schönheit können zu kommen und dich in dem innen auch können zu finden und können zu erkennen. Und das ist herausfordernd, aber es ist umgekehrt, wenn du die Früchte von diesem Wandel kannst ernten, wirklich etwas, was sich so 100-mal, ja 1000-mal ausgezahlt hat für dich. Ja, also, Hut ab vor diesem Weg, weil das ist nicht so einfach, so wie ich das hier sehe. Ist mit ziemlich vielen Herausforderungen auch verbunden. Und auch, ja, ich spüre auch wirklich ein bisschen Leidensdruck, der da drinnen war, wo auch in die Heilung kommen möchte kommt. Schau, und für das wirst du natürlich auch belohnt, weil wir haben auf der Unterseite vom Deck B49 neuer Bote. Ich bin bereit für neue Botschaften in meinem Leben. Türkis über Violett. Also auch eine ganz tiefe Heilung von deinem Herzen. Eine ganz tiefe Heilung auch nochmal für tiefe Entspannung. Entspannung, Ruhe und Frieden in dein Herz dürfen zu lassen. Und dass du bei dir kannst ankommen und mit dir ein glückliches und ein schönes und ein sinnerfülltes Leben kannst führen. Wow, sehr schön. Ja, sehr schön. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen, weil ich sehe, dass es Herausforderungen gegeben hat. Ich merke gerade, ich bin gerade ein bisschen müde. Ich werde ein bisschen müde. Muss ich auch ins Bett liegen, gell? Muss ich morgen schon wieder früh aufstehen. Schauen wir mal weiter. Das zweite Haus kommt mit Assets, materielle Welt, deine Finanzen, deine Talente, deine Werte. Ja, Sicherheiten, Ästhetisches. Ich sehe auch mit dem zweiten Haus, dass das extrem an deinem Selbstwertthema im Moment schafft und auch dir längerfristig extrem viel Stabilität und extrem viel Halt können zu geben und Sicherheit können zu geben. Und aber auch richtige Investitionen können zu tätigen mit Assets. Weil, was ist mit dem gemeint? Ich meine mit dem nicht irgendwie eine Anlagestrategie. Vielleicht das auch, ja. Wobei, ich sehe, dass gerade in diesem Bereich von der Anlagen, dass es mittelfristig zu grösseren Veränderungen wird kommen, wo du auch musst gut überprüfen, ob das mit deinen Werten in der Zukunft noch wird übereinstimmen. Und ob es nicht anderweitige, alternative Anlageformen wird geben, und das sehe ich auch, wenn ich die Energiefelder vom Anlagepotenzial finanzieller Art hineinschaue, gerade auch, weil das zweite Haus fällt, weil das zweite Haus hat auch viel mit Finanzen zu tun, wo gerade neue Unternehmungen, innovative Unternehmungen, wo gerade auch der gesamte Bereich von Private Equity viel Potenzial kann mitbringen kann, wo aber auch insgesamt in der Zukunft noch mehr abgesichert wird werden, für dass das überhaupt eine spannende Anlage werden kann, auch für Kleinanleger. Ja. Aber für dich sehe ich auch, jetzt abgesehen vom finanziellen, Jesus Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich hier wieder mal in einer alten Energie gelandet? Ich kann es noch. Es ist auch noch spannend, das zu kombinieren, merke ich gerade. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Es geht um Anlagen, um Investitionen, die du in dich tätigst. Weil es hat mit der Heilung von deinem Selbstwert zu tun. Und somit auch, dass du individualisiert für dich gut kannst entscheiden, was ist für dich wichtig, was ist für dich wertvoll und was stimuliert und heilt deinen Selbstwert.
Und es ist ja nichts als nur erstaunlich, wenn wir so viel Trauer da im Hintergrund am Wirken haben und auch so viel Angst, dass das natürlich total wie eine Blockade ist auf dein Selbstwertthema. Und ich sehe, dass das Selbstwertthema bei dir von verschiedensten Seiten in die Heilung kommt. Über deine Herzarbeit, über deine Selbstliebe, aber auch über die Aufarbeitung von Trauer und Enttäuschungen, die dich einfach längerfristig in so eine grosse Stabilität möchte führen möchten, die du dir heute noch gar nicht vorstellen kannst. Ja? Und da ist auch wirklich Fülle vorhanden. Jesus, ja. Chiron hat sich gerade gezeigt. Konjunktion. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Für dich da. Die Karten drehen sich immer um. Der Notknoten. Und da sehe ich einfach ganz stark, das ist wie ein Lebensthema von dir. Und das Lebensthema ist wie für dich so ein bisschen wie vorbestimmt gewesen. Gerade auch vielleicht Verunsicherungen hier in deinen Werten, in deinem Selbstwert, vielleicht auch in deinen Finanzen zu erleben. Um in dem Sinne so eine tiefe Transformationsarbeit auch zu machen, um eine Lebensaufgabe aus dem heraus auszubilden. In welchem Bereich auch immer sich das mal zeigen. Am Schluss geht es immer um das Finden von deiner wahren und individuellen Natur. Aber es geht auch um die Heilung. Und ich sehe auch, gerade mit dem Nordknoten ist der Aspekt Zeit auch drin enthalten. Und ich habe dir ja vorher gesagt, ich sehe, dass da auch Themen drin sind, die mit vergangenen Leben unter anderem auch zu tun haben. Und da kommt jetzt noch das dritte Haus. Und das dritte Haus gehört zum Zwilling. Speech, Thoughts, Social Medias. Auch mit Dates. Und Diskussionen. Es geht um Kommunikation. Es geht darum, dass du das auch in Kommunikation bringst. Vielleicht auch über soziale Medien. Vielleicht auch über deine kreativen Fähigkeiten, über deine kreativen Kontakte, die du mit anderen Menschen wirst schliessen können. Und somit auch so wie kannst du netzwerken und kannst kommunizieren. Und deine Gedanken kannst du teilen mit anderen Menschen. Das ist doch sehr gut. Ja. Und da kommt als Schluss noch Karma mit dem 12. Haus, mit Vergebung, mit Entwicklung, mit Schuld, aber auch mit dem 12. Haus. Das passt für mich irgendwie auch, weil das so wie ein Abschluss darstellt. Und das wiederum hat für mich auch mit dem Nordknoten ganz viel zu tun. Und auch, dass das so wie eine grosse Lern- und Lebensaufgabe von dir war oder noch ist, um dich ganz hinzugeben an dein Leben und an das, wie dein Leben ist. Und dass du frei kannst werden. Und dass du in die tiefe Heilung kannst gehen. Und dass du kannst loslassen von allfälligen Schuldgefühlen bewusster Art oder auch unbewusster Art über Sachen, die nicht gut gelaufen sind in deiner Vergangenheit. Und ich spüre einfach, es ist eine ganz grosse Befreiung, die sich hier tut. Und das Ganze ist eine grosse Transformation für dich. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja. Und auch, dass du kannst Abschied nehmen von Verstrickungen, die dir nicht gut getan haben, zu anderen Menschen gegenüber. Und wo du
Konfrontationen gehabt hast. Hey, jetzt bin ich vorhin gerade richtig aufgeblüht hier beim zweiten Haus. Finanzen. Kommen auch gerade so all die Erinnerungen bei mir auf. Nur könnte ich mir das jetzt heute gar nicht mehr vorstellen. Lustig. Gut. Wir schauen weiter für dich. Oh, der Regen. Auch der stärkste und längste Regenguss macht irgendwann der Sonne Platz. Ja, es ist wirklich eine tiefe Traueraufarbeitung, die ich hier sehe. Und so eine tiefe, tiefe Heilung, die hier bei dir passiert. Und das ist die Heilung, ist so heilig. Die Heilung ist so essentiell. Sie hat so viel mit deiner Lebensaufgabe zu tun, mit deiner Lebensbestimmung. Das spüre ich auch schon hier in diesen oberen Karten. Und das ist so wichtig, dass du durch den Prozess gehst und dass du vertrauensvoll durch auf den Prozess blicken. Ja? Und wir haben hier auch noch die Luft, die zu dir kommt, die dir wie auch noch sagt, hey, du hast ganz vieles in Veränderung, ganz vieles ist in Bewegung und viel Dunkelheit, die vielleicht hier auch bei dir geherrscht hat, Unsicherheit. Ja? Die Ängste, die ich auch vorher gespürt habe, die kommen wirklich alle in die Heilung. Es wird wirklich wie so einmal kräftig durchgepusht. Ich sehe aber auch, dass es nicht ganz einfach ist, weil du eben die Transformation machen musst. Und Transformation ist natürlich selten einfach. Aber es ist wichtig. Und es ist gut für dich. Schau hier. Erde, beständige Entwicklungen. Und das zeigt auch, dass es von Dauer wird sein, was du hier machst, dass es stabil wird sein, dass du aber auch Schutz bekommst für dein Wachstum, für deine Öffnung. Und all das, was in deinem Leben muss passieren, passiert. Das ist aber nicht, weil man dich quälen will, sondern weil es sowieso für dich vorherbestimmt ist. Also ich sehe wirklich auch eine ganz tiefe, tiefe Ablösung von Karma, von Schuld, was auch für mich so in die Thematik vom 12. Haus in der Astrologie gehört und auch eben über das verbunden mit dem Erfüllen von einem Teil von deiner Lebensaufgabe und, oder überhaupt von einer Aufgabe, die du dir gestellt hast, wo du dir als Seele dir gestellt hast. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Du machst das auch sehr gut. Also, was ich so in deiner Energie kann sehen und kann spüren. Gut. Was schaue ich noch? Ein Krafttier für dich. Oh. Wir haben den Kugar. Leider gar keine Ahnung, was das für ein Tier ist. So eine Art Puma. Assertive. In silence you find power. Claim your leadership role and take action. You know where to go and what to do. You have the courage and confidence to succeed. Ja. Das ist auch so spannend, das dort zu spüren. Es sind so feine Energien, die aber gleich sehr eine tiefe Transformation mit dir machen, die sehr viel von dir verlangen und von dir fordern. Ich sehe aber auch, dass das in dir innen so eine unglaubliche Stärke ausbildet und so eine grosse Kraft und auch eine grosse Willenskraft, Überlebenskraft, dass du so vieles wirst erreichen in deinem Leben. Und auch ganz viele andere Leute wirst du anführen mit dem. Und das ist sehr gut. Und ich sehe wirklich, dass aus dem heraus deine Lebensmission ausgebildet wird. Ja, vielleicht ist das wirklich etwas mit Finanzen, mit Kommunikation, Beratung, Netzwerk. Ja, das spüre ich da ganz fest. Wo du einfach deine Lebensbestimmung drin
findest. Ja. Aber es ist ein Prozess, der dich im Moment sehr fordert, so wie ich das hier sehe. Ja, wo eine grosse Transformation reinkommt. Aber die Transformation ist da, für dass du dein urreine Wesen kannst leben. Gut. Oh, schau mal, so schön, da kommt noch der Coyote. Revealer of Truth. Don't take things too seriously. Make time to play. Great wisdom comes from laughing at your own folly. Look out for the traps and tricks of life and learn from them. Es geht um Verspieltheit. Es geht auch darum, die Sachen nicht zu ernst zu nehmen. Klar, wenn du natürlich hier mit Assets zu hast und da irgendwann mal kurz ein bisschen Geld verjubelst, dann geht das nicht. Aber das ist nicht damit gemeint. Und sogar wenn das damit gemeint ist, es ist wichtig, dass du in deine Leichtigkeit kommst, in deine Verspieltheit und auch so ein bisschen in deinen kreativen Schöpfergeist. Weil das ist genau das, was ich vorhin gespürt habe. Ich spüre, es geht irgendwie so um Innovation im Finanzbereich. Ja, auch alternative Anlageformen, die gefunden werden wollen, die gerade auch über das dritte Haus, über Kommunikation, über Social Media, vielleicht auch in eine Verbreitung kommen. Das ist das eine. Und mit dem meine ich nicht irgendwelche jämmerlichen Bitcoins, sondern ich weiß es nicht, du wirst es besser wissen, falls du irgendeinen Zugang zu diesem Thema hast. Aber auch anderweitige Sachen, die mit Werten zu tun haben, das können auch Traditionen sein. Es geht überhaupt auch um das Wertemodell. Und dass das spielerisch in die Welt gebracht wird, dass das Licht darf gehen, dass das nicht angestrengt muss sein. Schau mal, und auf der Unterseite haben wir noch das Einhorn. Infinite Possibilities. Und das erinnert mich gerade an die erste Flasche. Ein Kranz aus Blüten. Das hat mit deiner feinen Energie zu tun. Du hast so viel Liebe hier. Du hast so viel Licht hier. Und einfach so viel Sanftmut auch. Ja, you are the sovereign of the seen and unseen worlds. Das ist so schön. The magic of love surrounds you. Das habe ich so gespürt. Das ist so schön. Beauty transforms you. Du hast so viel Anmut. Ja, das habe ich vorher schon gesagt. Listen to the spirits of light. Abandon the darkness. Go beyond the ordinary and become the legendary. Ja, also das ist wirklich ein wunderschöner Weg vom Superlativ, den ich habe gesehen habe, der für dich wie sich möchte öffnen. Und das passt auch sehr gut so mit dieser Flasche Öl. Da ist so viel Licht drin, so viel Liebe. Deine Liebe, dein Licht. Und auch so viel Trauer, die du hast müssen erfahren, so viel Rückschläge, so viel Schmerz, wo du hintergangen worden bist und Verletzungen am Herzen erfahren hast. Und du bist eigentlich so eine pure, reine Seele, eben da wie das Einhorn. Und darum ist es so wichtig, dass du dich auf dein Licht fokussierst. Und das Licht und die Liebe, die einfach da ist vom Universum, die dich streicheln darf, die dich schmeicheln darf, die heilt dich und die transformiert dich. Und ich sehe, dass du trotz deinem ganz feinen, weichen Wesen auch unglaublich viel Stärke in dir drin hast. Weil die Flasche 11, die gehört auch zur Stärke im Aurasoma. Und das wiederum bringt dir wie so eine Basis auch für die Führerschaft. Ja? Und Sanftmut ist ganz eine grossartige Führerschaft. Das darf man nicht unterschätzen. Ich finde das immer so schade, dass das irgendwie wie noch so keinen Zugang gefunden hat in unserer Unternehmenskultur. Also das heisst so uns, ich bin ja ein Einzelunternehmen, in meiner Unternehmenskultur schon. Aber ja, wenn ich so an andere Unternehmungen denke, dass das irgendwie wie nicht honoriert wird, dass es einfach so Tugenden gibt, die sagen, ja, wenn du das und das und das hast, dann bist du eine gute Führungskraft.
Oder wenn, weißt du, kann nicht Insights rot bist, dann bist du eine gute Führungskraft. Das stimmt doch gar nicht. Ja, der Mensch ist ja viel vielfältiger. Und das Sanfte ist auch etwas, das unglaublich stark ist und wo vieles kann in Heilung bringen und kann bewegen und wo auch vieles in Heilung gebracht hat und auch vieles bewegt hat. Weil ich sehe, dass das so wie ein Lebensprozess ist, wo du da drinnen bist. Gerade mit dem Nordnode hier, mit dem Nordknoten, ist wie so ein Lebensthema von dir, das dort gezeigt wird. Und wo du das Liebevolle von dir einfach nicht vergessen und das Weiche, gerade auch mit dieser grossen Fähigkeit, die gut zu vernetzen, gut zu kommunizieren und gleich also in dem traditionsbewussten zweiten Haus, ja, wo es eben um Geld geht, Geldanlagen, um Werte, um Traditionen, das gerade auch in dem Bereich, wo vielleicht die Energien eher konservativ sind, dass du so vieles gemacht hast und machst für diesen Bereich. Gerade auch mit dem so feinen Wesen, wo du ja so in dir drin hast. Schön. Ja, du bist ganz eine feine, liebevolle Seele und ich wünsche dir auf diesem Weg einfach wirklich ganz gute Transformation weiterhin. Los, lass regnen. Lass auch Tränen fließen von der Trauer, die vielleicht noch möchte fließen. Erlaub dir, dass die Luft, die Geist reinigen und klären. Ja, und dass es beständige Entwicklungen wird geben mit der Erde. Und dass die sicher sind und dass du behütet bist mit diesen Entwicklungen. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss und gute Nacht.